Sehr geehrte Damen und Herren, bevor ich Sie durch die Ausstellung am Uni Graz Museum die Vermessung der Seele, psychologische Laborgeräte um 1900 führe, möchte ich mich bei Ihnen kurz vorstellen. Mein Name ist Helmut Huber, ich bin emeritierter Professor der Psychologie mit dem Schwerpunkt klinische Psychologie. Im Folgenden möchte ich Sie mit der Arbeitsweise, den Konzepten, den Forschungsthemen des psychologischen Laboratoriums bekannt machen. Das psychologische Laboratorium der Universität Graz ist der Ursprung des heutigen Instituts für Psychologie. Der Gründer dieses Laboratoriums war Alexios Meinung. Nun ist noch also anzumerken, dass das psychologische Laboratorium der Universität Graz das erste seiner Art in der österreichisch-ungarischen Monarchie war und nur 15 Jahre vorher, nämlich 1879, wurde von Wilhelm Wundt in Leipzig das welterste Institut für experimentelle Psychologie gegründet. Alexios Meinung zog sich aber dann relativ bald von der experimentalpsychologischen Arbeit zurück. Ein progressives Augenleiden erschwerte ihm die Arbeit, aber er beschäftigte sich auch mehr und mehr mit der Philosophie und er gilt als Begründer der Gegenstandstheorie. Das ist insofern wichtig, als er damit den konzeptuellen Rahmen für die gestaltpsychologische Forschung am psychologischen Laboratorium vorgab. Nun, wichtig ist festzuhalten, dass auch Gestalten ein Soberius sind, das heißt mit anderen Worten, es sind produzierte Vorstellungen. Nun sind auch optische Täuschungen produzierte Vorstellungen, sie sind keine Wahrnehmungstäuschungen, sondern Produktionstäuschungen. Und hier haben wir ein paar Beispiele von optischen Täuschungen, zum Beispiel die Kreistäuschung, wie man sieht, erhält man den zwingenden Eindruck, dass bei der oberen, also Täuschungsfigur, der Kreis in der Mitte kleiner ist als bei der unteren, aber in Wirklichkeit sind beide gleich groß. Eine andere zwingende optische Täuschung ist die Oppelsche Figur. Oppel war also ein Physiker. Es ist eine Figur, die aus einer einfachen horizontalen und einer vertikalen Linie besteht und man erhält den zwingenden Eindruck, dass die vertikale Figur, die vertikale Linie höher ist, größer ist als die horizontale. Nun sind es vor allem zwei optische Täuschungen, die in der Grazer Schule der Gestaltpsychologie, wenn man so sagen kann, eine besondere Aufmerksamkeit erhalten haben. Das ist zum einen die Täuschung von Müller-Lühr und die Täuschung von Zöllner. Es war vor allem Vittorio Benussi, der eine große Reihe von Experimenten durchführte, die alle das Ziel hatten, zu beweisen, dass geometrische optische Täuschungen keine Wahrnehmungstäuschungen, sondern Vorstellungstäuschungen sind. Und als Beweis dafür, oder als Indiz dafür, für seine einfallsreichen Versuchsanordnung, möchte ich hier erwähnen, seine Versuche mit dem Stroboskop, das am Institut selbst also hergestellt wurde. Und eben hier mit diesen Versuchen gelang es Benussi zu zeigen, dass es auch Scheinbewegungen gibt, die auf Vorstellungstäuschungen zurückgehen. Das Stroboskop ist im Wesentlichen dem Wunschenstroboskop nachgebaut. Wie man sieht, es enthält also
8 Achsen. Auf jeder Achse ist ein Bildrahmen, in dem verschiedene Bilder eingefügt werden können. Beispielsweise Phasenbilder der Müller-Lührschen Täuschung oder Phasenbilder der Zöllnerschen Täuschung. Ohne auf Details einzugehen, möchte ich sagen, dass dieses Stroboskop durch einen Schnurantrieb in Rotation versetzt werden kann und ab einer bestimmten Umdrehungsgeschwindigkeit ergab sich ein stroboskopischer Effekt, der so aussah, dass bei den Phasenbildern aus der Mitte der Vertikalen hier die Schenkel größer und größer werden und dann wieder kleiner und kleiner werden. Das sind die Phasenbilder der Müller-Lührschen Täuschung und das ist ein rein stroboskopischer Effekt. Das Interessante ist jedoch, dass sich auch eine zweite Scheinbewegung einstellte, die, wie Benussi meint, auf eine Vorstellungstäuschung, auf einen optischen Täuschungseffekt zurückzuführen ist, nämlich in dem Moment, wo der stroboskopische Effekt sich einstellt, wachsen nicht nur die Schenkel aus dem Mittelpunkt heraus und werden wieder kleiner, sondern auch die obere Linie wird kürzer und länger. Und dieses kürzer und länger werden ist eine Scheinbewegung, die gewissermaßen ein Beweis für die Existenz eines Produktionsprozesses ist. Vittorio Benussi hat sich aber nicht nur mit geometrisch-optischen Täuschungen beschäftigt, sondern er hat ein sehr prominentes Buch verfasst, eine Monographie über die Psychologie der Zeitauffassung. Er wollte einfach erkunden, wie die Beziehungen zwischen der objektiv-physikalisch gemessenen Zeit auf der einen Seite und der subjektiv erlebten Zeit auf der anderen Seite gestaltet sind. Und zu diesem Zweck hat er verschiedene Zeitstrecken hergestellt und um diese Zeitstrecken herzustellen, benötigte er ein Gerät, das ist der sogenannte Zeitsinnapparat nach Schumann. Es befindet sich hier ein unterer großer Kreis, der sich nicht bewegt, aber auf diesem Kreis sind verschiedene Kontaktstellen in verschiedenen Abständen befestigt. Die sind also verschiebbar. Darüber ist ein Balken, der drehbar ist und am Ende dieses Balken sieht man feine Kupferdrähte. Und jedes Mal, wenn ein solcher Kupferdraht über eine solche Kontaktstelle drüber gegangen ist, sie berührt hat, ist ein Strom entweder geöffnet oder geschlossen worden. Das Ganze ist über einen Schnurantrieb in Rotation versetzt worden und hierfür war es natürlich notwendig, einen Apparat, einen Antrieb zu haben, der eine möglichst konstante Umdrehungsgeschwindigkeit garantiert. Und dieses Gerät war das sogenannte elektromagnetische Rotationsapparat nach Helmholtz, der geeignet ist, eine Umdrehungsgeschwindigkeit, eine bestimmte, sehr konstant zu halten im Promillebereich und dafür sorgte eine integrierte Regulationsvorrichtung nach dem Prinzip eines Zentrifugalkraftreglers. Erwähnenswert ist die Präzision dieses Gerätes. Es war nämlich möglich, hier mit Zeitstrecken in einer Genauigkeit von einer Millisekunde herzustellen. Nun, auch dieses Gerät kann Zeitintervalle auf eine Tausendstelsekunde genau messen. Wie ist das vonstatten gegangen? Sie sehen hier unter dieser Glaskuppel, die mundgeblasen ist, zwei Ziffernblätter. Das obere Ziffernblatt besitzt einen Zeiger, der in einer Zehntelsekunde eine Umdrehung vollführt. Dieses Ziffernblatt ist in 100 Teilstriche aufgeteilt. Das heißt, ein Teilstrich entspricht dann einer Millisekunde. In dem Moment, wo hier eine Umdrehung vollzogen worden ist, ist die Uhr darunter in Gang gesetzt worden und diese hat eine Laufzeit von 10 Sekunden. Auf diese Weise konnte man also sehr genau im Bereich von Millisekunden die Reaktionszeiten messen.
Wir kommen nun zu einem Bereich, den man heute als Psychoakustik also bezeichnen würde. Mithilfe dieser hier vorgestellten Stimmgabeln hat man versucht, beispielsweise die relative Unterschiedsschwelle zu bestimmen. Das heißt, man hat versucht festzustellen, um wie viel ein nachfolgender Ton verändert sein muss in seiner Frequenz, damit er gerade noch als etwas höher empfunden wird. Also das ist die Unterschiedsschwelle. Sehr viel einfacher ist es natürlich, diese Versuche, die Tonteilung oder Teilung von Tonstrecken mit Hilfe des Intervallapparates durchzuführen. Ohne hier auf die technischen Details einzugehen, kann man sagen, dass dieser Intervallapparat wie ein Harmonium funktioniert. Ein Luftstrom streicht über diese Metallzungen. Durch Herausziehen eines Registers kann man dann eben einen bestimmten Ton erzeugen. Das Ganze spielt sich ab im Bereich von einer Oktave, nämlich von 400 Hertz bis hinauf zu 800 Hertz. Wir kommen jetzt zu einem sehr hochinteressanten Versuch, den Vittorio Benussi durchgeführt hat. Also wie man sieht, war Benussi sehr vielseitig. Er hat sich nicht nur mit optischen Täuschungen oder mit Zeitschätzungen oder Zeitauffassung, besser gesagt, beschäftigt, sondern auch mit der Atemdiagnostik der Lüge. Und wie diese Aufzeichnungen aussehen, können wir hier jetzt an diesen beiden Beispielen sehen. Das hier sind die Aufzeichnungen der Atmungskurve auf einem bewussten Papierstreifen. Nun, wie hat Benussi die Atemkurve ausgewertet? Er hat nicht die Atemtiefe, das heißt die Amplitude, ausgewertet, auch nicht die Atmungsfrequenz, sondern hat einen Indikator gewählt, der auch heute noch also verwendet wird, nämlich den sogenannten Inspirations-Expirations-Quotienten. Zusammenfassend ist das Ergebnis hier auf diesem Poster dargestellt und heißt einfach ausgedrückt, vor einer Aussage im Lügenfall war der Inspirations-Expirationskoeffizient immer kleiner, nach einer Aussage größer. Umgekehrt im Wahrheitsfall war dieser Quotient vor einer Aussage größer und nachher kleiner. Und diese Quotientenrelation hat Benussi genannt, das ist das Quotientengesetz der Lüge, und es ist jetzt interessant, also festzustellen, wie viele Fehldiagnosen sind durch diese Atemdiagnose zustande gekommen nach diesem Quotientengesetz. Und er konnte feststellen, dass die Atmungsdiagnose nur in einem Lügenfall und nur in einem Wahrheitsfall versagt hat. Das heißt, in diesem einen Fall hat also die Versuchsperson gelogen. Sie ist fälschlicherweise also diagnostiziert worden als eine Person, die die Wahrheit spricht. Im Wahrheitsfall war es so, dass jemand die Wahrheit gesprochen hat und die Person ist fälschlicherweise als Anführungszeichen Lügner bezeichnet worden. Zur Registrierung von physiologischen Signalen oder Biosignalen, wie man heute also sagen würde, wurden sogenannte Chymographen verwendet, und die Trommeln eines Chymographen waren also Papierschleifen gewickelt, die bewusst waren, und auf diesen bewussten Papierstreifen bewegten sich Zeiger, um die Schwingungen aufzuzeichnen. Nun haben wir hier zwei verschiedene Typen von Chymographen. Das eine ist der Registrierapparat nach Zuntz. Das Ganze ist angetrieben worden durch ein Uhrwerk. Es hat auch hier die Möglichkeit gegeben, wenn die Trommel sich einmal
umdreht hat, dass man nicht wiederum in derselben Zeile weiterschreibt, sondern es ist automatisch um eine Zeile nach unten gerückt. Man konnte die Trommel auch horizontal, vertikal, also in verschiedene Positionen stellen. Das zweite Gerät, das sogenannte Universalchymographon, ist schon ein fortschrittlicheres. Auch es wird ebenso wie das durch ein Uhrwerk in Betrieb gesetzt, hat also eine Variationsbreite im Hinblick der Umdrehungszeit von 2 Sekunden bis 1,5 Stunden. Das heißt, man konnte auch hier sehr langsame Schwingungen aufzeichnen. Und die Regulation der Umdrehungsgeschwindigkeit erfolgt hier nicht mehr mit sogenannten Windflügeln, sondern durch einen sogenannten Foucault'schen Zentrifugalregulator. Hier sieht man anstelle der Windflügel hier auf der Seite auch 2 Flügel aus Messing, die man weiter herausbewegen kann oder wiederum nach innen bewegen kann. Je weiter sie nach außen standen, desto größer war der Luftwiderstand. Je näher sie beieinander waren, desto geringer war der Luftwiderstand und die Trommel hat sich also entsprechend schneller bewegt. Es konnte bei beiden Geräten auch die Umdrehungsgeschwindigkeit durch eine Bremsvorrichtung zusätzlich reguliert werden. Benussi hat nach dem Ableben von Stefan Witterseck im Jahre 1915 die de facto Leitung des Labors übernommen, aber diese Zeit war für Benussi eine sehr schwierige. Man darf nicht vergessen, zwischen 1914 und 1918 hat sich der Erste Weltkrieg abgespielt. Das war für seine wissenschaftliche Karriere nicht besonders förderlich. Meinung hat ihn weiterhin also sehr gefördert. Er ist in Graz von der Berufungskommission an erster Stelle primo loco platziert worden, nämlich für die Nachfolge von Stefan Witterseck, aber die Fakultät hat diese Bericht der Berufungskommission an das KNK-Kultusministerium nicht mehr weitergeleitet mit der Begründung, um die nationale Integrität der Universität Graz nicht zu gefährden. Nun, mit dem Weggang von Benussi ist praktisch Meinung am Anfang wiederum seiner Bemühungen gestanden. Er ist 1920 verstorben, zur gleichen Zeit als Wilhelm Wundt. Und man kann sagen, es ist damit eine Ära zu Ende gegangen. Es war unter den damaligen Habilitierten niemand da, der die Tradition des renommierten psychologischen Laboratoriums hätte weiterführen können.